Der Vorkurs Physikalische Therapie, kurz VPT, bietet für blinde und sehbehinderte Menschen die Möglichkeit, sich auf die Ausbildung vorzubereiten. Auf die Ausbildung als Masseur und medizinischer Bademeister oder als Masseurin und medizinische Bademeisterin und auf die Ausbildung als Physiotherapeut oder als Physiotherapeutin. Blinde und sehbehinderte Menschen lernen die Arbeitsweise, die sie benötigen, da sie ja nicht sehen. Sie erarbeiten sich durch Begreifen und Erfassen von Modellen und von ihren Kollegen, wie die Anatomie des Menschen aufgebaut ist. Mit diesem Wissen können sie dann gut in die Ausbildung einsteigen. Eine gute Möglichkeit im Vorkurs bietet auch noch das intensive Training mit den Hilfsmitteln, dass man den PC mit der Braillezeile gut benutzen kann, dass man die Punktschrift nochmal vertieft oder mit seinem Bildschirmlesegerät klarkommt. Der Vorkurs Physikalische Therapie dauert im BBS Nürnberg 10,5 Monate, verteilt auf ein Schuljahr. Die Kosten übernimmt die Agentur für Arbeit. Das jeweilige Arbeitsamt am Heimatort ist dafür zuständig. Ich verwende einen Laptop mit einem Bildschirmleseprogramm namens JAWS und eine Braillezeile, wo man auch mit den Fingern das Skript lesen kann. Ich benutze den Langstock, um mich auf der Welt, egal wo ich bin, zu orientieren. Ja, die Schülerinnen und Schüler vom VPD kommen aus ganz Deutschland und darum ist es wichtig, dass sie sich erstmal hier auskennen, damit sie sich auch wohlfühlen. Wenn wir das im Orientierungs- und Mobilitätstraining geschafft haben, geht's raus und wir lernen, mit dem Bus umzugehen, mit der U-Bahn und eben sich so in der ganzen Stadt zu orientieren.